Ey, yo Leute, was geht ab bei euch? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Einige von euch sehen, dass ich manchmal in den Foren unterwegs bin. Ja, in den normalen LOL-Foren, irgendwie einmal in dem Millennium oder so, gucke ich da halt auch mal rein. Und es gab ja einen interessanten Post. Permaban-Chatlog berechtigt. Okay, so, da denkt man sich, man sieht auch schon die minus 7. Normal ist er wahrscheinlich berechtigt, ja? Werden wir gleich alles durchgehen. Okay, gehen wir erstmal kurz durch, was er sagen hat, danach gehen wir seinen Chat noch durch und danach auch nochmal ein bisschen, was er unten reingeschrieben hat, ja. Und zwar wurde mein Account permanent vor 3 Jahren, habe des Öfteren den Support angeschrieben, dennoch haben sie immer wieder abgelehnt. By the way, Leute, es handelt sich ja auch um diesen Account. Ich habe nämlich versucht, den zu finden, diesen League of Draven, aber der wurde nicht benutzt, ja, deswegen handelt es sich wahrscheinlich um diesen Account. Dennoch haben sie immer wieder abgelehnt, genau, meinen Account zu entbannen. In dem Account stecken 600 bis 800 Euro drin, Leute, merkt euch diese 600 bis 800. Und finde es immer noch schade, auf meinem allerersten Account niemals mehr Zugriff zu haben. Okay, kann ich nachvollziehen. Ja, man hat da Geld reingesteckt, man hat da keinen Zugriff mehr drauf. Kann jeder von uns nachvollziehen. Habe den Support sogar meinen neuen geschickt, um Verbesserung Leistung zu zeigen. Um Verbesserung und Leistung zu zeigen. Schließlich lernt man aus den Fehlern und ist auch kein Kind mehr. Okay, Leute, hört sich auch erstmal wieder fair an. Ja, ich war auch vor ein paar Jahren noch ein kranker Bastard. Ich muss zugeben, besonders nett war es nicht, was ich vor 3 Jahren in dem einen Game geschrieben habe. Finde es dennoch extrem, für so einen Chatlog mit einem Permaban mir ein Permaban reinzudrücken. Leute, Permabans stacken sich an. Also ihr kriegt zuerst, ich glaube, 3 Tage, eine Woche, 2 Wochen und dann Perma. Irgendwie so, ja. Es sei denn, ihr schreibt richtig schlimme Sachen hin. Dann seid ihr instant raus. Dann seid ihr instant raus, ja. Wäre es machbar, denn auch diesen Account jemals wieder zurückzubekommen. Also, ich finde die Idee ganz cool, ne? So, man hat Scheiße gebaut, man hat jetzt nur einen Account, man zeigt ihn vor und so weiter. Vielleicht entbannen sie. Kann ja sein. Kann ja tatsächlich sein. Leute, ich habe schon erlebt, und das ist das Schlimmste, ein Kollege von mir hat einen Permaban bekommen. Er hat ganz viele Permabans bekommen. Und als er dann den einen auf einem Account bekommen hatte, hat er einen Right Support angeschrieben. Und soll ich sagen, was er zu ihm gesagt hat, Leute? Von wegen, ja, er ist ausgerastet in diesem Game, weil er hatte Mordekaiser gespielt und er hatte irgendeinen Skin und sein Bruder ist gestorben, der ihm diesen Skin geschenkt hat. Ob sie nicht entbannen können? Digga, Leute, ich glaube 2 Tage später war er entbannt von einem Permaban. Von einem Permaban wurde er daraufhin entbannt und er hat ihn nur verarscht. Das fand ich, also ich muss sagen, das fand ich irgendwo lustig. Ja, eigentlich, dass er diese Dreistigkeit hatte, das zu machen. Aber irgendwo muss ich auch sagen, ich finde das korrekt von Riot Support, dass da auch manchmal Menschen sind, ja, oder dass sie halt auch manchmal verzeihen, will ich da so sagen. Das ist nichts Nettes dabei rausgekommen, doch aufgrund meiner KDA wurde ich zum einen auch perma gebannt, da ich ja nicht mit Absicht das Game sabotiert habe. Okay. Habe zwar dazu geschrieben, dass ich feeden gehe, war aber echt nicht meine Absicht. Wurde getiltet und habe außersehen First Blood abgegeben. Aufgrund der Kommentare von den Teammates ging es mir schlecht. Okay. Boah, das war so schwer zu lesen. Krass. Also ich meine, wenn da keine Kommas und so dran sind, kein Ding, ne? Aber das ist schon so komisch geschrieben, vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Gehen wir jetzt mal die Chatlogs durch, ja? Wir fassen mal kurz zusammen. Sein Account wurde vor 3 Jahren gebannt. Er hat den Support angeschrieben, dass er diesen Banner entfernen soll, weil er 600 bis 800 Euro reingesteckt hat. Er hat einen neuen Account, auf dem er sich gebessert hat. Den hat er vorgezeigt und die wollten ihn immer noch nicht entbannen. Das, was er vor 3 Jahren geschrieben hat, ist seiner Meinung nach kein Permaban würdig. Er fragt, ob er seinen Account zurückbekommen kann. Und seine Teammates sind schuld, dass er getiltet ist und halt runtergelaufen ist, obwohl er nicht runterlaufen wollte. Irgendwie einer nach dem. Jetzt schauen wir uns mal den Actual Chatlog an. Leider, das war auch der Grund, warum ich hier nach ihm gesucht habe, by the way. Ich dachte vielleicht so, ey, vielleicht findet man das Game und kann dann so zusammen dann das so versuchen durchzugehen. Ja. Das hier kam am Anfang. I ready to win this. Ja, er hat hier mit irgendeinem Djinn geflamed, denn er sagt, yeah, and your pick like Bronze Order. Ich, keine Ahnung. Da jetzt sagt er, Digga, deswegen bist du nicht der Platin. Mit einem fucking XD auch noch. Good job, Djinn. Ja, also es gab da einen Djinn.
Den wird er auch reporten. Direkt am Anfang des Games. Direkt am Anfang des Games wollte er ihn irgendwie reporten, ja. He is blaming and flaming me in German and pick Jin support. I wanted play Jin. Der nur Deutsche kommen auf solche Ideen, okay, der ist for random, ja. I don't want win this, I go feed. Okay, so wir sind nicht mal lange im Spiel drinne, ja. Er flamed, ich weiß auch nicht, ob es ranked ist, ja. Also Jin Support will man auch nicht gerne haben. Ich kann nachvollziehen, wenn man ADC ist, wenn man Troll Support hat, ne. Aber wir sind nicht lange drinne. Er called hier schon für einen Report. Und er sagt auch hier, dass er jetzt nicht mehr gewinnen möchte, dass er runterläuft quasi, ja. Schon mal klarer Case, Leute. So, hier fragt er auch, wer möchte einen Free Kill? Ich inte. Lux, willst du einen Kill? Ich komme, kein Problem. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt ein Permaban wert ist, ja. Denn er geht hier schon auf seine Teammates los, fragt nach einem Report, läuft runter, ja. Brauchst du mehr Feed? Sie ist ein guter Pusher. Ich werde dir helfen. Du verdienst. Okay, Lux, komm, XD und so weiter. Boah, ich wäre so getiltet, Leute. Ich würde so getiltet, wenn ich mit so einem Typen spielen müsste. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Wir sind noch nicht fertig. Nächstes Mal lässt du den ADC seinen Champ picken. Das hasse ich, Leute. Wenn wir Champ Select sind, als Senna neu rauskommst, Leute. Ich habe mit jedem Game Senna gebannt. Egal, ob mein Teammate sie picken wollte oder ob. Oder auch nicht. Ich habe sie immer gebannt. Warum? Ich will weder mit oder gegen eine Senna spielen. Da waren voll viele Leute getiltet. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, ja. Aber hey, das ist mein Bann. Ich banne damit, was ich möchte. Und wenn ich nicht dagegen spielen möchte, ich habe es ja nicht gemacht, um die Leute zu mobben oder um die zu ärgern, sondern ich wollte wirklich nicht dagegen spielen, Digga, dann banne ich das. So, ja, für 14 Tage, das halte ich aus. Also es geht um sein Bann, ne. So, der Jin hat immer schlecht gesagt, er wird für 14 Tage gebannt. Das hält er aus. Wenn ich der Riot Support wäre und ich lese sowas, würde ich direkt Permaban geben, Leute. Denn das sind solche Leute, denen ist das egal, ob sie gebannt werden oder nicht. Ich soll einen Bann kriegen fürs Fiden. Haha, ich mach das ja nicht mit Absicht. Flame tue ich auch nicht. Das macht ihr. Stimmt, technisch gesehen flamet er nicht viel, bis er jetzt Hurensohn sagt. Hundesohn. Oh. Dann geht's halt in die Richtung, ja, let's run this, finish fast, please. Das Spiel ist lustig, ich lass den Tilt beginnen. Er hat mein Champion gepickt, jetzt sind seine Mates AFK gegangen und dann wollte er die auch reporten lassen. Und am Ende noch vor San Diego, Alter. Digga, wer sagt denn vor San Diego? Also, Leute. Und jetzt, der wichtige Teil, den habe ich erst per Zufall gefunden. Zum Zeitpunkt war er 15. Und es ist wahr. Ja, also er könnte jetzt wahrscheinlich auch nicht älter sein. Ja, so wie er teilweise schreibt. Nein, er muss jetzt 18 sein. Digga, das ist der dümmste Chatlog, den ich je gesehen habe. Das ist der dümmste Post, den ich je gesehen habe. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wie hatte er zu dem Zeitpunkt 600 bis 800 Euro, die er in Spiele investieren kann? Ich weiß nicht. Ich habe mein Geld in meine Magic-Karte reingesteckt. Spaß, Leute. Spaß. Ich habe nicht Magic gespielt. Ich hab's in Yu-Gi-Oh! Reingesteckt, Mann. War der mit 15? Doch, mit 15 habe ich Yu-Gi-Oh! Gespielt, ja. Aber hey, so, wenn er Geld hat, soll er machen, was er möchte, ne? Aber ich finde das schon dreist. Ja, ich finde das echt dreist. Also, so ein 15-jähriger, Leute, so, genau so stelle ich mir meine Solo-Q-Mates einfach vor, wenn sie Mental Boom gehen. Wenn sie Mental Boom, soll ich sagen, was das Schlimmste wäre, wenn das ja nicht mal ranked ist. So, wenn es ranked ist, kann es vom Mental ein bisschen nachvollziehen, dass man dann komplett Boom geht, ja. Aber hey, ich kenne einen Typen, der spielt Jin Top und ist Dia 2 oder sowas. Fun Fact, ich habe sogar gestern mit ihm gespielt. Er hat zwar nicht Jin gespielt, ne, aber ich habe halt gestern so mit ihm gespielt. Oder dann auch dieses, oh, ich flame nicht, oh, das tut ihr, Hurensohn, Hundesohn, oh, und dann lasst alles jeden reporten. Also, der Typ sollte gebannt werden. Klar, Leute, man kann sich immer wieder ändern. Dagegen sag ich nichts. Dagegen sage ich gar nichts, das ist natürlich so. Aber erstens, ich fand diesen Fall schon, in Anführungszeichen, krass. Direkt nach Report fragen, Games runterlaufen und feeden. Zu sagen, ey, ist mir egal, ob ich gebannt werde. Dann richtig zu flamen, ja, also
wenn du zu jemandem Arsch sagst oder your shit oder sowas, ist das wahrscheinlich bei Ryan nicht so schlimm wie ein Hurensohn oder wie ein Hundesohn oder beides zusammen, ja. Und dann auch noch vor San Diego, Alter, das ist der Permaban-Grund. Aber Turbo. Leute, wie seht ihr das? Sollte er seinen Account wiederbekommen? Also eurer Meinung nach, ja oder nein? Lasst es mich in die Kommentare wissen. Aber ja, Leute, ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.